Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 1. März 1950. Heute vor 70 Jahren wurde in Großbritannien der Atomphysiker Klaus Fuchs wegen Spionage für die Sowjetunion verurteilt. Anja Kvias. Ein langes Pfeifen und dann ein Knall. Klaus Fuchs ist dabei, als im Juli 1945 die erste Atombombe in New Mexico getestet wird. Ein Ereignis, das der Wissenschaftler auch Jahre später noch mit einer gewissen Erschütterung und Faszination beschreibt. Der Anblick aus 20 Meilen Entfernung, auch durch die geschwärzten Gläser, war überwältigend. Der Feuerball, der sich entwickelte und dann zum Himmel emporstieg, machte einen großen Eindruck. Die Bombe ist das Ergebnis jahrelanger Forschung führender Atomphysiker und anderer Wissenschaftler aus Großbritannien, Kanada und den USA. Unter größter Geheimhaltung und unter dem Decknamen Manhattan Project. Klaus Fuchs ist einer von ihnen. Er ist aber auch derjenige, der Details der Forschung an die Sowjetunion verrät, und zwar aus folgendem Grund. Die dringendste Aufgabe unserer Zeit ist, den Frieden zu sichern und ein nukleares Inferno zu verhindern. Klaus Fuchs wird 1911 in Rüsselsheim geboren. Als junger Student der Physik tritt er als bekennender Marxist der Kommunistischen Partei bei, kurz bevor die Nazis an die Macht kommen. Nun, beinahe wäre ich in der Kieler Förde gelandet, weil die Nazi-Studenten mich dort hineinschmeißen wollten. Deswegen wurde ich ins Ausland geschickt auf Beschluss der Partei. Er flieht nach Großbritannien, kann dort weiter studieren und in Mathematik und Kernphysik promovieren. 1942 wird er britischer Staatsbürger, arbeitet am britischen Atomwaffenprogramm mit und ist bereits seit mindestens einem Jahr in ständigem Kontakt mit dem sowjetischen Geheimdienst. Völlig unbemerkt, wie sein ehemaliger Kollege Viktor Weißkopf beschreibt. Man hat nicht das Gefühl, er hält ein Geheimnis zu. Gar nicht. Im Allgemeinen war er freundlich, menschlich und war immer ein angenehmer, etwas zurückhaltender Gast. Im Januar 1950 fliegt Klaus Fuchs auf. Die US-Geheimdienste haben ihn im Visier. Fuchs stellt sich dem britischen MI5, im Februar wird er verhaftet. Er begründet seine Spionage damit, dass er glaube, dass ein Atomkrieg unwahrscheinlicher sei, wenn alle Seiten eine Bombe hätten. Jeder Dreh an der Rüstungsspirale macht das Gleichgewicht schwieriger zu beherrschen. Es vertieft den Abgrund, in den wir stürzen würden, wenn das Gleichgewicht außer Kontrolle gerät. Klaus Fuchs wird der Spionage angeklagt und schuldig gesprochen, zu 14 Jahren Gefängnis. Nach 9 Jahren wird er vorzeitig entlassen, emigriert in die DDR und begleitet maßgeblich die Entwicklung der Kernenergie in Ostdeutschland. Seine Verurteilung erfolgte am 1. März 1950, heute vor 70 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.